Recht herzlich willkommen zur 51. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal haben wir die Druckerpresse und sowas angeguckt, globaler Handel, da wo wir noch total am Ende sind. Und ja, wir müssen gucken, dass wir weitermachen im Endeffekt oder weiterkommen. Wir wollten noch schauen, dass wir hier eine Dingens abbezahlen. Ein Kredit, ist das schon so weit, dass das geht? Ja, der geht, dann machen wir das auch. Okay, weg ist er. Ziemlich wichtig, dass wir das mit dem Geld auch wieder ins Lot kriegen. So, jetzt können wir mal nochmal reingucken. 89, 10, 16, das ist richtig gut. Ja, wir wollten kolonietechnisch ja hier drüben noch weitermachen. Ich weiß gar nicht, wo wir da stehen zurzeit. Das ist jetzt hier Norwegen, ist klar. Wir wollten hier eigentlich zusehen, dass wir da weiterkommen, oder? Wo war das? Oder lieber hier? Eigentlich müssten wir das hier so abschneiden, irgendwie so, ne? Hm. 1500 Eingeborene. Hier können wir allerdings mal ein paar ausheben dann, ne? Hm. Muss man jetzt überlegen, was man macht. Die 10 sind hier. Eigentlich müssten wir hier gucken, dass wir die Küste direkt mitnehmen, ne? Ich glaube, wir ziehen das mal hier durch. Und da gehen wir, senden wir Kolonisten hin, dass wir das kriegen. Arktisch, strenger Winter. Capri, okay. 500 Dingen sind da. Kriegsgrund gegen Lübeck, okay. England ist hier soweit schon in Ordnung. Hm. Stellt sich die Frage, wie wir da vorankommen, ne? Was macht das Geld jetzt? 888. Schon fast zu überlegen, dass man einen zweiten noch bringt, ne? Ist ja nah. Kolonist ist das, ne? Ja, das Friedens liegen hinter uns, okay. Hier haben wir Truppen, die wir zusammenziehen sollten. Was macht unsere Flotte? Die steht da. Und veraltete Schiffe ablösen. Und das jetzt die veralteten Schiffe. Karavelle, Karavelle, Karake. Flöte, Flöte, Flöte. Ist die Frage, was veraltet ist und was nicht, ne? Das sehen wir wahrscheinlich am besten hier, indem wir nicht da, sondern da. Indem wir hier hingehen, dann sehen wir, dass die Brick, die Kriegs... Ja, dann ist definitiv die die Flöte hier schon auszumustern, ne? Weil hier Karaka, Karabelle, Kriegsgalera und Brick... Kriegen wir jetzt nicht ausgewählt, oder wie sehe ich das? Karake, Karabelle, Karabelle, Kriegsgalären, genau. Das bedeutet, die lösen wir auf. Okay. Die fahren dahin. Was machen die denn da im Hafen? Flöte, Flöte, Karake. Okay, da haben wir das gleiche in grün. Ja, jetzt ist doof gelaufen. Lass die da hinlaufen und die schmeißen wir auch raus. Okay, das ist dann unsere ganze Flotte. Da oben ist nicht von uns jemand, okay. Dann mach die mal dahin. Und dann müssten wir noch gucken, dass wir da noch ein paar zukriegen, auf jeden Fall, ne? So, dann ist Geld erstmal weg. Passt aber schon. Technologie minus 5. Generation Seeleute, Schiffe, Kosten, Berater, Kosten, Kulturänderung und Unterhalt, Armee, Verschleiß.
Ist definitiv das Letzte, was mich interessiert. Papst Einfluss ist schon genommen. Die administratorische Macht. 20, was haben wir hier? 5. Marinetradition auf gar keinen Fall. 24, das war irgendwo war. 32. Zack. Und dann kriegen wir das sofort durch, wenn wir noch diplomatische 32 nehmen. Komm, zack, fertig. Schließen. Kommandant ist gestorben. Sieg. Ja, Unterhalt und Dingens ist Verschleiß, haben wir jetzt wieder günstiger für eine gewisse Zeit. Okay, das läuft. Ein Dingens haben wir noch. Was machen wir hier? Schweden. Sind wir mit der Diplomatie unterwegs. Das dauert nicht mehr lange. Da müssen wir auch unbedingt was machen, weil Österreich mittlerweile nicht mehr so der Hit ist. Hier dauert es länger, wenn. Gucken wir nochmal rein, was die Schweden bevorzugen. Revolte. Unruhen. Na komm, nehmen wir das mal. Wir haben gehört, dass Burgund. Okay. So, hier mal reingeschaut. Unsere Armeestärke ist schlecht. Haltung gegenüber England neutral. Englische Flottenstärke ist schlecht. Okay, da arbeiten wir ja dran. Ne? Wir haben 14 Punkte Unterschied. Wenn wir die Flottenstärke noch pumpen, dann wird's gehen. Genauso wie natürlich die Armee. Ja, gucken. Hier können wir irgendwo was investieren. Okay, das ist hier. Erwartete Nachschubkolonien. Ja, zack, das nehmen wir. Dann ist das auch fertig. Handelseffizient plus 10. Verschleißarmeen minus 10. Und hier. Eingeborener Aufstand. Und nein, das haben wir auch gewonnen. Koloniegouverneur ist gestorben. Berichtigung von Ereignissen. Okay. Ne, da sind wir noch nicht so weit. Noch 9. Gehen wir hier hin. Okay, da müssen wir auch noch was dran erarbeiten. Wenn wir das hier schaffen, dann können wir auch die nächste Stufe vielleicht freischalten. Okay. Geld kommt auf jeden Fall rein. 239, 1. Januar 1619, 17, okay. Da wurde ein Agent entdeckt. Im Endeffekt müssten wir hier hin, ne? Damit das mit dem Geld besser wird. Kennt 16 Cent dazu, wenn wir 100 investieren. Gute Sache, ne? Mal nochmal reingucken. Der Markt. Okay. Was hätten wir noch? Dock. Schiffswerft. Kaserne. Regierungscamp. Schiffs. Nötig ist Schiffsbedarf, Fisch und Salz. Das würde irgendwo da überall gehen, oder was? Aber wirklich nutzen tut's nicht, ne? Das ist... Na, da und da wird's gehen, oder was? Wir haben nur zu wenig Geld dafür, oder wie? Da geht nix, da auch nicht. Gut, dann ist es das erstmal nicht. Warte mal. Produktionseffizient plus. Ah, das wird sich ja mehr lohnen dann, ne? Aber ich möchte erst die Schulden loswerden, das ist wichtiger. Deswegen machen wir da nichts. Gut,
Und was ist das für zwei Schiffe jetzt hier? Eine Brick und noch eine Brick. Würde ich gern zusammenlegen, wenn sie denn da ankommen. Okay, jetzt geht's. Interessanterweise. Jetzt müssten hier die 14 Punkte schon irgendwie geändert sein. Okay, sieht auch besser aus. Nur 8. Planetenorden. Ich glaube, wir könnten hier noch die ein oder andere Truppe gebrauchen. Noch eine Kanone. Oder auch zwei. Okay, die haben wir auch geschlagen, ist klar. So, das reicht erstmal. Dann wird das auch besser. Und dann müssen wir gucken, dass wir einen Kriegsgrund. Nee, wollen wir nicht machen jetzt. So wie. Oh. Zeit der Zensur ist gekommen. Ja, mache ich das trotz alledem, ne? So, wie sieht's hier aus? 314%. Naja. Wollen wir schauen, dass wir das vorantreiben hier. Ja. Das könnte man auch machen, ne? Steht was von 13 Monate. Wir probieren das mal einfach aus und gucken, ob es einen Fortschritt gibt. Britannia und der Kaffeebogen, okay. Gut, die rücken zusammen, dann können wir die auch ein. Das brachte dann auch wieder ein paar Punkte. Mal gucken, was jetzt Schweden sagt. Noch nicht ganz, ne? 6 Punkte. Okay. Das ist knapp, ne? Aber jetzt haben wir nochmal. Können wir noch was anderes machen? Machen wir gerade Pause. Elsass, Provence. Aachen, Anhalt. Baden beendet. Und dann haben wir ordentlich Waffenstillstände, die zu Ende sind, ne? Mal gucken, dass die Österreicher wieder so einen Blödsinn da machen gerade. So. Unsere Armeestärke ist noch ziemlich schwach. Flotte, es ist definitiv das. Englisch-Dümmerische Reputation, okay. Also da sind wir kurz davor, die mit ins Boot zu kriegen. Und dafür würde ich jetzt auch noch Soldaten ausbilden. So. Nochmal ein paar Leute. Na, irgendwann kommen dann auch noch mehr Boote, oder? Na, hier und hier sind noch, oder? Ne, sind nicht. So, erhält den. Na, ich nehme das untere. Royal Navy. Wir auch noch. Vielleicht machen wir das dann doch noch. Lass mal gerade hier reingucken. Ja, das ist halt so. Aber ich glaube, wir nehmen trotz alledem diesmal den zweiten Kolonisten dabei. Und ich glaube, dass das da hinten dann doch besser ist. Weltreich. Das ist jetzt nicht so wichtig, ne?
So, was können wir jetzt nicht mehr machen? Das hier, die Galeere, okay. Der Rest läuft auf jeden Fall noch. So, und dann müssen wir aber auch den zweiten Kolonisten in dem Sinne einsetzen. Teil die mal. Sind die alle gleich? Nee. Zwei, vier, fünf. Nehmen wir die aus und gehen mal ein Stück weiter. Gut. Jetzt müssen wir noch die Pilotin. Ah, die ist schon an. Gut, lass weiterlaufen. Und hier setzen wir noch einen zweiten Kolonisten dann ein. Gut. Die Handelsliga ist weg. So, das läuft. Und das läuft ja recht gut hier jetzt mit Reykjavik, oder wie sehe ich das? Ist das tatsächlich schon so viel? Ja. Dann gucken wir mal, dass wir da vorankommen, ne? Gut. Noch ein paar Waffenstillstände beendet. Hier können wir zusammenziehen. Und dann können wir mal nochmal nach Schweden gucken. Mal die Pause rein, bevor da was passiert, weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schon klappt. Nee, noch nicht ganz. Immer noch 6 Punkte. Die Armeestärke ist jetzt nicht. Also die ist schon das Problem, ne? Aber die Armeestärke in nicht Mannstärke, sondern in ja, Qualität der Armee, ne? Das ist unser Problem. Schiffe. Machen wir da noch eine mehr. Und was haben wir sonst noch so im Angebot? Nichts Besonderes. So, weiterlaufen lassen. Agent entdeckt, okay. Und noch einen freien Mitarbeiter, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Diplomaten. Das Darlehen ist verlängert worden. Hier müsste es bald rot werden, oder? Ach, der braucht noch zig Tage, bis er da ist. Alles klar. Okay. Okay, das ist cool, dass wir da noch 100 Leute zukriegen. Das freut mich. Da gibt es Pelze, das ist auch schon mal gut. Felsen kann man viel Geld verdienen. Gut. Die Schiffe? Ne, eins wird da noch gebaut. Okay, das ist erledigt. Was machen die? Sind noch nicht so bereit. Oh, sogar schlechter geworden anstatt besser. Armee Flottenstärke ist hier noch schwach. Wir müssen auch unbedingt Transportschiffe haben, ne? Der Rest ist jetzt ja auch wichtig, aber die Transportschiffe sind schon sehr wichtig, ne? Oh nein. Okay. Konvertierung erfolgreich. Nee, ne? Sag nicht, das ist jetzt hier fertig. Tatsächlich. Na, dann geht's doch da weiter, oder? Wenn das jetzt mit mal läuft, ist ja cool, oder? Da geht das auch noch. Läuft. So, was ist finanziell erstmal? 2,91, weil zwei Kolonien. Ist halt so. Machen wir jetzt nichts. Das heißt, es gibt auch keinen Berater zurzeit. Ja, da ist dann schottisch, norwegisch, holländisch. Schweden, immer noch nicht.
58. Dann gucken wir weiter. Geld war immer noch 2,93. Hier ist auch okay. Obwohl Ärmelkanal. Weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt hier leiten wir weiter, ne? Champagner leiten wir auch was weiter. Ja, das erstmal so. Da ist noch ein bisschen drinne. Da sind wir noch nicht so weit. Was war denn hier? Wir müssen da irgendwas in Amerika machen, ne? Gut. Ja, die handeln, den globalen Handel fördern die auch schon, ne? Und wir stehen hinten an. Ja, das dauert noch. Aber ist nicht mehr weit weg, das Britische Reich. Wie sieht's hier aus jetzt? Immer noch 58. Schiffe sind schon mehr geworden, oder wie sehe ich das? Hat es aber nicht wirklich gebracht. 50 kostet das. Ich glaube, so ein Großschiff, das brauchen wir dann doch noch. Aber das Geld ist so noch ein bisschen schwierig, ne? 360, okay. Haben wir noch einen Kredit? Ja, einen. Eigentlich müssten wir den erst loswerden, ne? Aber guck mal, jetzt ist das hier schon besetzt, in Anführungsstrichen. Ja, dafür geht das jetzt hier schnell. 45 im Jahr. Läuft eigentlich, ne? Ich glaube, hier die Katholisierung ist auch teuer, ne? Kostet auch Geld. Warte mal, lass mal gerade gucken. 3,63. So, da muss mein... Müsste jetzt gleich fertig sein. Okay, das ist schön, dass wir Geld kriegen. 3,66. Konvertierung erfolgreich. Oh, gleich zweimal. Und da haben wir nämlich dann 5,30. Das ist auch gut. So, dann lass uns nochmal wegen Konvertierung gucken. Gut, das machen wir natürlich noch. Dann kriegen wir das auch noch hin. Schön, wie sieht's hier aus? Immer noch 8. Flotte wächst oder wächst nicht? Wir wollten hier ein Schiff bauen. Machen wir auch. Und da auf jeden Fall noch 2 dazu. Ja, lass mal so laufen. Die haben einen auf den Nuss gekriegt. Mal leichte Verluste, die wir wieder auffüllen, ne? Das ist bei 6,62% im Endeffekt wohl. Das funktioniert aber auch. Gut, ja. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.